Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wipe Hunter hat einen neuen Song rausgehauen. Wipe Hunter, ja? Der Typ, der auch bei 140 BPM und so teilgenommen hat, hat jetzt einen Song. Und ich bin ehrlich gesagt... Song! Also, Entschuldigung. So, ich bin ehrlich gesagt sehr interessiert, was er da gemacht hat. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal anschauen, ja? Der ist, das ist frisch, der ist Wusa. Er ist frisch. Ja, das Lied ist frisch. Money, Money. Wipe Hunter hat Money. Hat er viel wahrscheinlich bei 140 BPM verdient. Das sieht so ein bisschen aus, als wie der Aufbau wie bei Johnny Boy. Nicht, dass er gleich noch im Wald steht und da ist wieder Holz am Brennen und der rappt, ja? Da würde ich sagen, er hat bei Johnny Boy geklaut. Ist nicht Wipe Hunter ein Rapper? Was ist das für ein Lied? Was passiert mit dem russischen Rap? Wieso machen die Techno-Musik? Verdammte Scheiße. Gehen die zu BPM, machen die Battle und lassen gleich ihre Eier da und dann kommen die nach Hause und machen Techno. Jetzt ohne Scheiß, wenn jetzt Wipe Hunter nicht rappt, ich fahre nach Russland und werde ihn dort vergewaltigen, Amunakuim. Diese Stelle ist die beste. Ich hatte sehr viel Hoffnung an russischen Rap. Sehr viel Hoffnung. Was ist das für Doubles, Mann? Ждал вместе богов, передозировка смертных грехов. Где же та кнопка, где нажать стоп? Куда-то не туда меня занесло. Люди кричат про карму, да, эти сигналы по проводам. А я все жду уже, когда боги покинут свой же храм. Планета круглая, крутится весь день, но много кто не вывезет. Ich feiere eigentlich Wipe Hunter. Seine Battles sind gut und aber das kann ich mir nicht antun. Also es tut mir leid. Ich will nicht, dass mir eine Vagina wächst. Also. Tschüss.